Jetzt verreckt noch mal. Gut. Ich glaube, wenn man uns nicht von oben so ein bisschen nähert, ist das nicht ganz so schlimm. Weil dann hat man sie auch nicht alle auf einmal. Also die Munition, die ich habe, ist echt zum Kotzen. Man kann ja überhaupt nicht richtig zielen. Boah, ich werde überzingelt. Ich werde umzingelt. Weg. Fuck. Okay. Ich habe erst 2 von 8, verdammt. Wie soll das denn noch werden hier? Okay. Also wenn sie nicht alle auf dem Haufen sind und zusammen auf mich schießen, geht's, glaube ich. Aber das ist ja echt nicht einfach. Na endlich. Meine Fresse. So, komm. Okay, wieder ein. Hälfte haben wir. Bloß weg. Sehr, sehr cool. Ich habe übrigens, passt jetzt zwar überhaupt nicht zum Thema, mir fällt das gerade ein. Ich habe gestern seit langem mal wieder die beiden Bares Ferraris Flohmarkt-Folgen geguckt. Also das sind so 2 so Sonderfolgen, die es gibt. Einmal in der Schweiz und in Belgien. Und habe ich zusammen mit Steffi und mit der Nessie, mit der Vanessa, mit der Princess Bandicoot geguckt. Weil die kannte die noch nicht. Und dann war es mal eine coole Gelegenheit, die mal wieder zu schauen. Wenn man die mit jemandem gucken kann, der die noch nicht kennt. Dann macht das natürlich noch ein bisschen mehr Spaß. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Ich weiß nämlich sonst gerade nicht, was ich hier erzählen soll. Der Kampf so spannend ist hier. Was ist Kampf? Ist eigentlich kein... Oh Gott, da war der Hai. Ja, ich habe einen getroffen. So, noch 2 Stück. Wenn mich jetzt einer von denen erschießt, ne? Was ich nicht für unwahrscheinlich halte. Die sind anscheinend direkt hinter mir, kann das sein? Muss ein bisschen Gas geben. Da ist einer. Da ist einer. Bloß nicht. Ey, bloß nicht jetzt getroffen werden. Da war einer. Ach man. Das gibt's nicht. Ich treffe die nicht. Ach, ich habe keine Lust, das Ganze nochmal zu machen, Leute. Und dann müsst ihr das nochmal wieder ansehen. Nein, das will ich nicht. Komm. Oh Gott. Der war direkt neben mir. Ja, okay. Einen noch. Die jagen mich ja tatsächlich richtig anscheinend. Besser ist aber, wenn ich die jage. Einfach her. Der muss hier irgendwo sein. Komm. Der letzte. Bitte, da ist. Nein! Oh, Scheiße, ey. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Panik, ne? Und hoffe ich, dass nur die eine Aufgabe und nicht zweimal nacheinander. Da unten war er eben fest. Mist. Da ist er. Okay. Das ist Jäger. Wo bist du denn jetzt, blöder Hai? Da ist er, glaub ich. War er eben? Da ist er. Ich krieg den nicht. Ist so unglaublich, oder? Da habe ich ihn gesehen. Ja, der jagt mir natürlich hinterher, klar. Na endlich, danke, liebes Spiel. Das war aber ein bisschen heftig hier. Guter Schuss, Kamerad. Danke. Hast du gelernt, so zu zielen? Ja. Oh, übrigens, Bianca will, dass ich dir dieses Ei gebe. Sie sagte, warum Bianca? Dass sie es aus Versehen vor 5 Minuten in ein Wollmammut verwandelt hatte. Aber es müsste noch in Ordnung sein. Mhm, ja. Sadie oder Sadie, keine Ahnung. Was hat diese Verzuckung? Okay. Jetzt will ich auch noch ein paar Edelsteine hier einsammeln. Da unten zum Beispiel. Okay, hier liegt natürlich einiges rum. Das ist halt die große Frage. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich jetzt hier alles kriege, ne? Ja. Na doch, doch, kann ich schon. Ich kann ja Sparks aktivieren. Dann sehe ich ja, ob noch was fehlt. Okay. Auch noch einer. Schön.
alles einsammeln. Da ist er. Ja, ich könnte noch mal mit dem Rochen wahrscheinlich durch die Gegend fahren, aber erstmal. So. Da sind auch noch welche. Sehr gut. Da und da. Gut. Da auch noch einer. Schön. Kann ich mit Spyro denn noch weiter hoch? Wie hoch bin ich? Ja, kann ich. Weil da irgendwo noch was drauf liegt wahrscheinlich, ne? Ne, da nicht. Okay. Okay. Einmal von oben habe ich einen besseren Überblick, ob doch irgendwas rumliegen könnte. Es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich alles. Ich traue dem zwar noch nicht so ganz, aber... von hier aus kann man das gut überblicken. Ich sehe aktuell echt nichts mehr da unten rumblinzeln, wie Dave sagen würde. Okay, dann schwimmen wir erstmal wieder raus. Sollte ich dann irgendwann merken, mir fehlt doch noch was, dann muss ich halt nochmal hin. Oder kann ich hier nochmal eben... Ne, also ich drücke die Schultertasten und er guckt eigentlich nur noch in diese Richtung. Ich sollte hier wohl alle haben. Gut, ja, also es wäre ganz schön, wenn wir dieses Level noch fertig kriegen würden. Mal gucken. Ein bisschen Zeit haben wir noch, ja. Okay, das haben wir. Dann gehen wir wieder hier runter. Genau, wieder zurück. Das ist ja der Anfang gewesen. Nee, ich wollte dahin, wo diese Höhle hier praktisch anfing. Denn da gab es ja noch ein paar andere Richtungen. Genau, hier ist der Anfang gewesen. Speichern wir ab. Danke. So, hier genau. Da geht es ja noch weiter. Nämlich in diese Richtung. Achso, ich bin dann voll, ne? Ja, bin voll. Zip. Der ist erledigt. Und da hinten ist noch was. Tada. Das nehmen wir auch mit. Will ich ins Wasser fallen? Gut. Was gibt es denn hier oben? Eine Säule. Da geht's noch weiter, okay. Ist das ein... Da war ich noch nicht, ne? Nein, da war ich noch nicht. Ein Sheila-Level! Ja, geil! Da gehen wir gleich hin. Ach, das ist diese Fähigkeit. Sparks macht die Kisten automatisch kaputt. Jetzt habe ich das auch verstanden, glaube ich. Gut, ja, gehen wir hier rein. Bitte. Ah, da wird es aber doch noch knapp, wenn jetzt hier noch ein Sheila-Level ist. Oh, hi, Spyro. Wow. Lange nicht gesehen. Ich will gerade einen kleinen Spaziergang machen. Manchmal sehnt man sich einfach nach den einfachen altmodischen Freuden von Anno dazumal, oder? Ja. Aber gut, je nachdem, wie groß jetzt dieses Level ist, wie umfangreich. Geil. Das ist ein 2D-Level. Sehr cool. Ist eigentlich genau meins. Ich muss halt erstmal klarkommen. War ich jetzt gar nicht drauf gefasst, bin ich ehrlich. Aber finde ich cool. Ups. Ja, ich wollte sagen, je nachdem wie umfangreich das jetzt ist, weiß ich halt nicht, ob wir es noch schaffen. Es geht ganz schön ab hier. Ui. Okay, ein Ei. Das war's schon? Nee, Lester. Okay. Dann gibt's vielleicht 2 Eier mit Sheila hier zu ergattern. Ciao. Den haben wir auch. Au, ich hab ihn getroffen. Du Penner. Da war's aber knapp. Der hat mich auch fast getroffen. Das war Glück. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da so ein Typ stand. Okay, das war auch Glück. Okay, läuft aber ganz gut. Und das ist das nächste. Ja, geil. Pete. Okay, das war eigentlich ein recht schnelles Level. Mal eben zackig erledigt. Ja, wenn Spyro in 2D wäre, ich glaube, dann würde ich das viel, viel schneller durchgespielt bekommen. Ja, ja. Die gute alte Zeit. So, ich könnte natürlich jetzt da weiter. Habe ich jetzt... Da oben ist auch noch was, ne? Da oben ist auch noch was. Da kam ich jetzt aber doch von da. Ah, doch. Moment, ich sehe was.
Oh, bitte nicht ins Wasser fallen. Okay. Ich kann da noch über die eine Hand rüber. Ja, genau so. Und da ist natürlich auch noch was, sehe ich gerade, ne? Da ist auch noch was. Machen wir das mal zuerst. Dann nehmen wir die noch mit. So. Da wollte ich jetzt zwar gerade nicht hin. Okay. Kann ich da über das Dach? Ich glaube nicht, ne? Weiß ich nicht. Also ich wollte jedenfalls über die Hand, wenn das geht, auf die andere Seite. Ich denke schon, dass das geht. Ups. Oh, fuck. Nein. Ja, es geht wahrscheinlich schon, aber nicht so. Fuck. Und dann bin ich nämlich da oben hin. Ein bisschen besser machen, ne? So. Okay. Hopp. Und dann fehlt auch der eine Weg da hinten lang. Also, ja, wenn das dann alles ist, kriegen wir das Level vielleicht doch noch fertig. Ja, ich möchte auf die Hand drauf. Von hier aus vielleicht. Also, ich denke schon, dass das gewollt ist, dass man das von hier aus schafft. Nee, aber so nicht. Mist. Das ist aber echt kacke. Na, dann warte ich da noch ein bisschen mit ab. Vielleicht komme ich noch zu einem höheren Punkt. Dann gehen wir erstmal das Level weiter. Na gut. Oder ich habe halt auch nicht richtig gedrückt. Das kann natürlich auch sein. So, Schieler haben wir ja eben gehabt, aber da hinten geht es halt noch weiter. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich verrecken. Oh, fuck. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, okay, das war ein bisschen heftig. Bin ich jetzt total Game Over eigentlich oder habe ich noch ein Leben? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe noch, das ist gut. Bin ich wieder hier. Und die Hand, die sieht wieder so... Das sieht so verlockend aus, ne? Ich probiere das noch einmal. Mir ist scheißegal. Das sieht echt so aus, als würde das gehen. Bin mir fast sicher, dass das geht. Muss nur richtig abspringen. Und der Frage ist halt, auf welcher Stelle. Komm. Ja! Siehst du mal, geht doch. Sehr schön. Okay. Okay, okay. Bitte hier oben bleiben alles. Ja, sehr gut. Sehr schön. Komme ich von hier aus direkt dahin? Ja, ne? Ja, schaffe ich. Gut. Dann müsste das der letzte Weg sein, der noch übrig ist. Und ich hoffe, ich kriege das hin. Nein, kriege ich nicht. Ha, okay. Nicht runterfahren. Der ist auch weg. Oh, das ist noch ein Ei. Und? Alle Edelsteine? Nee, leider nicht. Müssen wir dann ja mal gucken. Nelly, Fortabel. Ach ja, mein Name ist Nelly Tau, mein Mann lebt nicht mehr. Oh, ich sehe was. Vielleicht finde ich doch alle. Ah. Oh Gott, hier sind noch Lücken. Bin ich ihn jetzt? Was ist das? Ach, richtig, es gab ja noch einen Schlüssel. Das hatte ich ja ganz vergessen. Das Bild sieht doch gerade ein bisschen eklig. Ist hier noch was versteckt? Ich sehe nichts. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Das war ziemlich am Anfang. Und da kommt auch gleich die Schlüsselkiste. Ich gehe mal in die Richtung. Genau. Den nehme ich mal mit. Hallo. Hallo. Sammelst du mal diese scheiß Echse? Alter. Ich bin jetzt ja ziemlich am Anfang. Ich glaube, ich gehe jetzt gerade zurück, ne? Ja, genau da hinten war die Kiste. Und wenn das jetzt der Rest ist und ich alle Edelsteine habe, dann wäre das so ein geiler Abschluss für diese Aufnahmesession. Dann haben wir nämlich richtig viel erreicht. Komm, bitte, lass das den Rest sein. Das würde mich sehr freuen. Dann können wir gleich nochmal in der Hauptwelt gucken. Ein paar Minütchen sind ja noch. Ob wir den Rest kriegen. Nö. Och nö. Wie ärgerlich. In die Richtung soll ich, Sparks? Okay. Du sagst es. Jetzt bin ich ja gerade am Anfang. Dann gehe ich auch mal wieder hier zurück. Das ist echt schön, dass man jetzt diese Sparks-Möglichkeit hat. Ich gehe mal hier hin. Wahrscheinlich ist es echt nur ein Edelstein oder so. Da soll ich jetzt lang. Okay.
Da ist ja nichts. Okay, dann müssen wir. Okay. Immer noch da. Ja gut, dann muss ich mich nochmal hier durchbahnen. Denke ich. Vielleicht habe ich einfach irgendwas übersprungen. Da, ah, da oben, tatsächlich. Komme ich denn da hin? Gehen wir mal zurück den Weg. Und jetzt bin ich tot. Scheiße. Ja, super. Ah, Kacke. Bin ich jetzt Game Over? Wäre natürlich jetzt ideal. Ne? Und ich sag noch, ja, schaffen wir noch alles. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Jetzt bin ich praktisch auf der anderen Seite. Ja, da muss ich rauf. Ja, wie komme ich denn da hin? Das war auch ein Ei. Och, nee. Ich hasse das, ne? Okay. Irgendwie haben wir es geschafft. Vielleicht doch von da oben rüber. Na, ja, wir mal gucken. Irgendwie muss das ja klappen. Komm her. Ich versuche, weil da oben, das war ja eigentlich eher eine Sackgasse, ne? Vielleicht komme ich von da aus ja dahin. Ich habe mich ja gewundert, was der Weg hier oben rechts soll. Und vor allem, warum ist der noch da? Wahrscheinlich, weil ich den Weg nicht zu Ende gegangen bin. Ich soll wahrscheinlich von hier aus dahin fliegen. Ja, es sieht so aus. Okay. Ich weiß nicht, kann ich auf das Dach? Ja, schon, aber das bringt mir nichts. Okay. Gut, gut, gut. Hätte sein können. Dann muss ich wahrscheinlich von da aus direkt da lang fliegen. Das kriegen wir noch hin. Das machen wir nochmal eben fertig. Also, die 100% in diesem Level holen wir uns noch. Und ich habe ja die 100% im Hauptlevel, ne? Fällt mir gerade ein. Da habe ich doch, ja, das war die eine Stelle mit den Edelsteinen, die wir noch gesammelt haben. Versuchen wir es mal von hier aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay. Und? Das war immer noch nicht alles. Jetzt möchtest du, dass ich da lang gehe. Wie darf ich das verstehen? Ah, das Ei. Richtig. Andy. Den nehmen wir auch mit. Stimmt, hatte ich ja eben noch gesehen. Aber das war immer noch nicht alles, ne? Vielleicht habe ich jetzt alle Eier? Wir haben alle Eier. Gut. Da willst du hin. Bist du sicher, Sparks? Ich trau dem nicht so ganz. Komm mal her. Achso, jetzt war er gerade am Fressen. Da hinten. Okay. Was habe ich denn da übersehen, mein Freund? Habe ich den Gegner... Der zeigt eigentlich ziemlich genau auf den Gegner. Habe ich den Gegner nicht getötet? Das kann natürlich sein, dass ich mal einen Gegner vergessen habe zu plätten, aber... Nee, oder? Komm mal her. Kann ich dich mal eben töten? Tatsächlich. Geil. Okay, ja, dann haben wir das Level komplett geschafft. Sehr cool. Dann gehen wir nochmal eben in den offiziellen Ausgang. Da dürfte gleich hier um die Ecke sein. Da oben, genau. Und ja, dann war das eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Aufnahmesession. Und ich denke... Vielleicht können wir mal eben gemeinsam gucken, wie viel Prozent wir denn jetzt erreicht haben. Das mache ich ja normalerweise immer hinterher alleine. Aber, wobei, ich brauche ja nur den Atlas gehen, sehe ich gerade, ne? Ich glaube, ja, in den Atlas brauche ich nur gehen. Das habe ich immer noch festgestellt, dass mir das da ja auch angezeigt, wie viel Prozent wir haben. So, aber, da, ja, auch mit. Kriegen noch ein paar Tod, dass ich gleich noch ein Leben kriege? Da war ich schon drin, ne? Ja, da war ich. Habe ein Leben, sehr schön. Okay, ja. Sehr, sehr cool. Dann machen wir jetzt nochmal eine Abspeicherung zusammen. Und da, Spiel speichern. Genau. Und dann gucken wir mal. Ich tippe mal... Na, ich bin mal ganz forsch und sage 80%. Das wäre natürlich inzwischen heftig. Mal gucken, was wir haben. 88%? Ach du Scheiße. Wow, das ist ja echt nicht verkehrt. Also wir gucken nochmal eben durch. Also die erste Welt haben wir komplett. Das ist schön. Die zweite Welt, wie gesagt, da fehlt uns halt was. Genau, da in Zaubertürme fehlen uns 5 Edelsteine. Die müssen wir beim nächsten Mal noch suchen. Das machen wir auf jeden Fall.
Abendsee-Welten ist auch komplett. Da haben wir natürlich jetzt noch die vierte Welt, da sind wir gerade mit drin. Da haben wir auch schon 3 Level komplett abgeräumt. Hier fehlen halt noch 4 Stück. Ja gut, da ist noch dieses Agent 9. Da könnt ihr mir gerne mal einen Tipp schreiben, falls ich es bis dahin noch nicht rausgefunden habe, wie ich da diese komischen Barrieren da kaputt mache. Das möchte ich ganz gerne nochmal wissen. Und ansonsten, ja, es fehlt noch die spukende Gruft, die Dinomine und die Hafenrennstrecke. Ich denke mal, dass die Hafenrennstrecke nochmal wieder ein Fluglevel ist, ne? Weil ansonsten hätten wir alle Fluglevel, das wäre natürlich zu schön. Und die super Bonuswelten. Okay, da gibt es auch nur ein Ei und 5000, ja, das ist ja schon mal so ein extra Level. Das ist wahrscheinlich dieses eine Tor, was wir da gesehen haben. Extra Punkt. Ach! Fang das coole Huhn. Das sind das die Könnerpunkte? Zerstöre alle Piranha-Schilder? Wahrscheinlich, ne? Zerstöre die Tempelfässer, stoß die Kiste von der Klippe. Ja, genau. Das sind die Könnerpunkte. Okay. Ja, okay. Aber da steht sogar da, wie man die kriegt. Aha. Ich wusste gar nicht, dass man die nachlesen kann. Ja, gut. Dann haben wir jetzt 88%. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob beim nächsten Mal das jetzt alles komplett schaffen. Vielleicht, je nachdem, wie lange ich aufnehme. Auf jeden Fall hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann geht's mit großen Schritten Richtung Finale bei Spyro 3 Year of the Dragon. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.